Hallöchen! Moin! So! Oh, Mensch, die Welt sieht aber schön aus. Jetzt sehe ich sie auch mal wieder. Ja, jetzt hat sie mal wieder was. Sieht aus wie ein Labyrinth hier irgendwie, wenn man hier mal so guckt. Sieht lustig aus. Also, ich habe es hinbekommen. Ich habe heute schon mal eine Stunde Minecraft gespielt. Keine Probleme mehr. Also kann es weitergehen. Weg. Ich werde hier schon mal die nächsten Dinger setzen. Oh, ein Creepy. Süß. Oh, Kraui, er kämpft. Und er wird verlieren. Nein. Nein, der Creeper. Hab ich doch gesagt. Ach so. Ja, natürlich. Meinst du immer den Creeper. Ja, ja. So, jetzt können wir hier nebenbei ein Adventure mitmachen. Ey, komm, nach unserem Urlaub machen wir mal Adventure mit, wa? Fällt mir gerade so ein. Was hat mich jetzt drauf? Nicht. Gut. Ja, das können wir mal machen. Also ein bisschen was Einfaches für den Anfang, weil sowas machen wir selten, aber wir finden schon was. Wir haben es ja schon immer aufnehmen wollen. Ein Adventure-Map? Ja, das ist durchaus möglich. Und dann einfach nach zwei Stunden, glaube ich, auf 4 Uhr. Da Fraps haben wir wohl hat gar nicht aufgenommen. Was vergessen, genau. Nee, Fraps hat aufgenommen, aber TeamSpeed hat sie nicht aufgenommen, sowas. Das kann auch sein, dass es so rum irgendwie war, so. Ja. Ich glaube, irgendwie so in der war's. Ja, ja, da so, hast ich selbst einfach verkackt. Ja, passiert ja auch mal den Besten, ne? was hast denn du hier damals für Mist gebaut? Boden? Am Turm direkt. Warte mal, der Turm ist ja eh noch nie so richtig fertig. Ne, am Haupttor. Na, da gehe ich ja jetzt gerade hin. Ich baue mich ja gerade hoch. Da hast du ja gerade Mist gebaut. Ich baue mich hoch. So. Ah, das wird glaube ich nicht. Shane. Perfekt, passt. Oh, sieht das cool aus, wenn man jetzt hier langläuft. So. Ach, falsches Song. Nee, das passt jetzt auch eigentlich nicht so richtig. Dann geht's natürlich jetzt weiter im Programm. Jetzt kann ich ja wieder laufen. Na, vorerst. Vorerst? Ja, gut, ich habe einen Rechner nie neu gestartet vor der Aufnahme. Was ich manchmal mache. Ja, das vergesse ich aber auch gerne. Weil, bringt ein bisschen mehr Leistung manchmal, weil ich habe heute schon ein bisschen gerendert und ach, keine Ahnung, was ich jetzt schon alles gemacht habe. Ja, du warst halt auch schon auf Arbeit. Oh so? Dachte ich eigentlich. Denkst du? Hm. Ja, war ich. Nein, weiß ich. Sicher? Ich? Man weiß es nicht. Ja, da hast du heute schon mehr geleistet als ich. Ja, für alle Sau. Ach, noch lachen wir drüber. Ich hol es alles noch nach. Zur Strafe gehst du heute die ganze Nacht durch. Ja, das werde ich wohl müssen, wenn du mir das so sagst. Ja, das lag an. Ist einzig meine Entscheidung, du musst. Ja. Da verlässt sich mein Arbeitgeber auch auf dich, dass du mir das sagst. Das weiß ich. Ja, ich wollte bloß mal sagen, dass du das nicht unterschätzt. Ja, der Arbeitgeber mag mich. Ja. Ja, ja. Darum gibt es ja auch immer die Zuschüsse schön von dem. Genau, deine kriege ich auch, aber das weißt du nie. Ach so. Ach, ich wundere mich schon. Ja, so ist das mit dem Licht. Manchmal leuchtet es, manchmal nicht. Versuchen wir halt mal richtig weit zu kommen hier ein bisschen mit der Mauer, dass das ewige Thema Mauer auch mal ein Ende hat. Ja, die Mauer. Ach ja. Die Mauer, die muss weg. Ja, aber wohin? Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, das ist ja immer die Frage. Hoffentlich setzt du die Bordüre richtig, weil das geht ja hier noch ins Höher, als du gestern gesetzt hast, ne? Wo geht's denn ins Höhe? Du baust hier gerade zu, die Wandhöhe. Ja, dort geht's ins Höhe, das stimmt schon. Das habe ich ja gestern auch gemacht. Nee, du hast bloß die Zacken gesetzt. Ich komme immer nicht auf den Namen, wie die heißen. Die Zinn. Ja, die Zinn, genau. Ich weiß nicht, warum ich das immer verreiß. Du, ich hab das doch alles richtig. Nee, ich hab das jetzt echt gerade beheben müssen. Hä? Hier, wo ich jetzt bin, meine ich. Oder siehst du mich schon wieder nicht mal, wo du bist. Bist du gerade an mir vorbei? Dreh dich mal um. Ach, dort? Nee, dort hat sich ja alles richtig.
Na, das habe ich ja gerade richtig gemacht. Nein. Okay. Nee, das ist jetzt falsch. Jetzt ist richtig. Jetzt ist falsch. Nee. Doch. Wieso denn? Weil es ins Höhe müsste. Noch ins Höhe? Geht doch gar nicht. Die Bordüre müsste ins Höhe. Ja, die Bordüre, aber das ist ja nie mein Problem. Ja, weil du das im Nachhinein falsch gebaut hast. Weil du es im Vorhinein falsch gebaut hast und dementsprechend weil du den falschen... es ja falsch gebaut hast. Nein, du. Ich hab's ja nur hochgesetzt erstmal. Naja, und du musst es ja schon auf die Höhe bauen, auf die ich mich. An die. An der ich mich richte. Toll, zeig ich keine Pflastersteine mehr. Mein jetzt. Jetzt musst du ins Lager und dort sind noch viele Pflastersteine, die nur auf ihre Windung warten. Auf ihre Windung? Verwendung. Auf die Windung warten. Ja, da holen wir mal ein paar Pflastersteine. Windung. Ja, das wäre... Muss ich aber erstmal wieder bis zurücklaufen. Ich glaube, wir müssen in jedem Tunnel mal, also in jedem Turm, im Bett mal ein paar... Ein Bett? Das wäre cool. Soll ich, kann ich gleich mitbringen eigentlich. Ja, wir müssen nur welche in der Lager... Im Lager haben. In der Lager haben. Ich guck mal, was sie findet. Auch wenn Nacht draußen ist. Marco geht raus. So, ne, ich bin die. Wir sind die ganze Zeit draußen. Geh weg! Nein! Ach, jetzt hast du natürlich hier kompletten Mist gebaut. Ich hab gar nicht gebaut. Klar hast du was gebaut. Das stimmt. Das sieht jetzt ja aus, wenn man das jetzt so macht. Ja. Es ist Nacht, ich kann nicht gucken. Warum auch du immer? Sollst ja auch nicht tuten. Ich sag's dir ja deswegen nur. Ich hab keinen Mist gebaut, du bist immer nur zu voreilig. Nee, weil du hier. Ach, das geht doch nicht. Immer schön die Schuld gegenseitig verschieben. Ja, trotzdem bist ja du so. Schuld. Nein! Doch. Kannst du mir mal bitte eine Spitzhacke mitbringen? Nö. Weil du es bist. Nö. Ach, ist das nett? Ja, oder? Ja. Pflasterstein, ich bringe jetzt so viel mit, wie ich kann an Pflastersteinen. Weil den brauchen wir sowieso. Ja, aber trotzdem bräuchte ich dann immer eine Spitzhacke. Na, weil ich muss ja wieder deine Fehler ausmerzen. Gorni, was soll ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht haben? Du hast das eindeutig schon wieder falsch gemacht. Nein! Klar! Was habe ich denn falsch weil gemacht? Weil du im Nachhinein die Höhe verändert hast. Ich hab zwei Steinspitzhacken nur einstecken. Ja, die halten auch nicht ewig. Naja, aber Eisen ist auch ein bisschen. Ne? Wir haben ja, hier das nie... liegt aber an dir. Wieso liegt das jetzt an mir? Wir haben gerade mal 21 Eisenbahnen hier und jetzt gucke ich mal in den Ofen. Dort liegt nichts. Da liegt auch nicht viel. Also, das, jetzt haben wir. Wir haben extrem Eisenmangel, oder? Naja, eben. Wir haben wirklich jetzt ein 64er und ein 17er Stack. Also ich will wenigstens drei 64er Stacks haben. Ja, das hilft mir. Und ich finde, die Steindinger gehen auch erstmal dafür, dass wir ab und zu bloß abbauen. Eigentlich setzen wir ja nur, oder? Ach nee, nee. Du ja nie. Dann hast eben. Du Pech. Dann hast du Pech gehabt. Aber du kannst mir auch bloß ein paar Steindinger machen. Nein, ja. Ich bringe ja was ganz Besonderes mit. Diamant. Für besondere Menschen. Diamant. Oh ja. Natürlich. Nee? Dir doch nie. Ich hab gesagt, für besondere Menschen. Ja. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. So, Kraui heult heute wieder? Stimmt doch gar nicht. Erzähl doch nie. Ich bin nicht tickschig. So, Creeper on the house. Ich muss weg. Noch ja, mal, ich baue jetzt die Mauer so, dass die einfach viel einfacher zu machen ist. Ich baue ja nur vor, ich baue gerade nur nach oben, da kannst du ja machen, was du willst. Ja, da kann man wenigstens keine Fehler machen. Wo bist denn? Ich stehe hier. Gut, dann weiß ich nie, wo du bist. Ja, ich stehe hier an der Mauer, ich hab eine auf Hose der neben Mauer, mir. Auf der Lauer. Also nee, ich stehe neben der Mauer. Nicht auf der Mauer. Ich bin den ganzen Tag schon neben der Spur. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Dr. Pilz. Hilf mir. Wer ist dieser Dr. Pilz? Na, sie, denke ich. Ich rufe sie doch gerade an. Mm. Und sie röckelt mir irgendwas vor. Was ist denn los, Dr. Pilz?
Warum bin ich jetzt Dr. Pilz? Wo sind Sie? Ich stehe hier, wo du gerade noch am Baum bist, dort in der Nähe. Du bist daneben, stehe ich halt. Herr Dr. Pilz, hier sind Sie. Hi. Hallo. Aber jetzt baue ich hier nicht schon wieder um. Ja, bist du schon alles gesetzt? Nö, ich bin jetzt auch hier oben angekommen eigentlich. Ja, ist okay. Oder? Nee, hier stimmt was nie. Ohne Mist jetzt. Das muss dahin und das muss dahin. Und das muss dahin. Ist das noch okay oder ist jetzt was falsch? Ich glaube, das müsste bis jetzt so alles richtig sein. Ich wollte es wirklich trotzdem nur gesagt haben. Es ist nämlich nicht echt, Jones. Ich möchte. Kannst du mir jetzt diese Spitzhacken geben? Na, warum kommst du nie hoch? Ich bin jetzt neben dir. Aber seht ihr, Leute, der Graue, der ist nicht spontan. Weißt du, Dr. Pilz hätte er mal was machen können. Nee. Nee, weil. Du hast wirklich Diamant mitgegeben? Das war ja auch ein Scherz. Die habe ich vorher mitgenommen, schon bevor du das erwähnt hattest. Die siehst du mal. Oh. Bau auf dich. Naja, eigentlich nie. Aber naja. Nee, aus dem Dr. Pilz können sie es nicht machen, weil ich es mit dem nicht anfangen kann. Weil ich bin einfach auch helfen können. Ich bin den ganzen Tag neben der Spur. Aber naja. Ich muss jetzt zum anderen Fach. Chiropraktiker. Chiropraktiker sind aber keine Ärzte. laut Two and a Half Men. Kenn ich nie. Doch. Kenn ich nie. Das kennst du. Und ich hab zwar kein. Ich hab zwar keine Beweise, aber du kennst das. Beweise. Darum sag ich leise schöne Beweise. Scheiße. Was? Na. Das war jetzt bloß ein Echo, ja? Das war ich eigentlich. Du hast bloß so getan, als würde ich das sagen und in Wirklichkeit hast du das gesagt. Oh, du bist runtergefallen, würde ich sagen. Nein. Würde ich so niemals machen. Ich habe das gehört. Ja, was du hörst und was wirklich so ist, ist ja immer was anderes. Hat's halt wieder ganz schön auf mich abgesehen. Das Mobbing. Der Mobbing-Man. Warum der Mobby-Man? Mobby-Man. Mobby-Man, das bin ja ich wohl. Der Mobbelman. Mobby? Mobby Dick? Mobbelman. Nee, Mobby Dick. Ja, ich weiß. Also. Ist schon gut. Brauchst dich nie jetzt rausreden hier. Ich meine, das wird jetzt auch nicht besser, wenn ich das jetzt so sage, aber. Na, erzähl schon. Ja, ich wollte es dem Wahl sagen. Ich meine es dem Wahl, aber da ist es auch nicht besser geworden. Der Wahl also. Sag ich ja, das wird nicht besser. Ist die Höhe hier hinten so okay oder muss ich noch eins runter oder so? Das müsst ihr bloß kurz das wissen, bevor ich weitermache. Müsst nochmal zu mir kommen. Ja, ich laufe jetzt hier schon den ganzen Tag hin und her. Ich würde jetzt hier, wenn ich hier unten. Hier ist der letzte. Oder ist die Mauer dann zu niedrig oder zu hoch? Ich muss jetzt erstmal den Weg nach unten finden. Ich würde fast noch ins Höhe gehen. Hinter diesem Zombie. Er brennt ja. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja, der stirbt alleine. Da wird keine Fremdeinwirkung. Gehe ich wieder hier ins Hoch. So. Ah, ich bin verbrannt. Ach nee. Oh. So, dann geht's hier weiter. Ja, die Höhe ist in Ordnung. Nu, bleibe ich jetzt auch auf der hier auf jeden Fall. Ja. Also praktisch. Zumindest für diese Ebene, die ich jetzt hier habe. Oh, creepy! Der versucht jetzt echt hier hochzukommen. Oh, ein Skelett. Oh, das ist nie gut. Warte immer, wo? Ich kümmere mich vielleicht drum. Ah, jetzt ist es weg. Es ist nur ein Baum. Ich kann das nicht anvisieren. Dann hör auf zu visieren und geh hin. Weil es ist doof, wenn ich dann wieder. Ich müsste wieder bis ganz zurück hier. Doof. So schnell was. Ja, vor einem Kampf erstmal ordentlich ein ganzes Brot fressen. Zwei. Aua. Ich sehe es gar nicht mehr. Doch, das steht hinterm Baum. Creeper ist auch gleich hier irgendwo im Wald. Ach, da hinten läuft er.
Können denn die einfach verrecken? Oh oh, jetzt hat's mich im Visier gehabt. Danke. Hat genau gereicht. Ich hab bloß auf dem Fehler gewartet. Ich werf dir mal was runter. Warte, jetzt noch nicht. Doch, hab ich schon. Ich bin gerade noch im Kampf. Ist ein Creeper? Ja. Sehr schön.